Hallo, schön, dass du da bist. Wir sind Petra und Ottmar und leben seit unserem Hausverkauf im März 2022 in unserem Expeditionsmobil Hero. Wir sind schon beide sehr naturverbunden und freuen uns auf spannende und erlebnisreiche Reisen. Und vielleicht willst du uns auf unserem Abenteuer begleiten? Dann sei doch einfach dabei. Guten Morgen. Heute geht es auf die Abenteuer Allrad nach Bad Kissingen. An den Ort, an dem wir unser Hero Bimobil letztes Jahr gekauft haben. Fahren wir heute nochmal hoch, wollen nochmal ein paar alte Bekannte dort treffen, noch ein paar Sachen uns anschauen, wollen wir noch ein paar Erweiterungen vorhaben. Vielleicht finden wir da noch was. Ansonsten freuen wir uns auf zwei schöne Tage in Bad Kissingen auf der Abenteuer Allrad und viele, viele coole von euch. Ein cooler Platz. Total voll, aber cool. Stimmt. Ja. Hier links seht ihr ein Luxus-Wohnmobil, das direkt neben uns steht. Also ich sage jetzt wirklich Luxus, weil wenn du in das Fahrzeug reingehst, das ist ein Wohnzimmer. Also wirklich sehr, sehr spannend. Dazwischen steht jetzt erstmal unser Hero als nächstes Mobil. Dann kommen zwei wirklich wunderschöne Oldtimer, die, glaube ich, der eine 34 Jahre schon alt ist, den der Papa schon gefahren hat, den jetzt der Sohn fährt. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Dahinter, glaube ich, zwei Norweger oder ein Pärchen und der Papa dabei, nur aus Norwegen, auch mit einem Oldtimer. Und hinter dem Fahrzeug, das seht ihr gleich, ein echtes Expeditionsmobil, den Unimog. Also wirklich für das wirklich grobe, grobe Gelände. Also sehr, sehr schön. Massen, die auf den Messebus warten. Wir gehen natürlich zu Fuß. Sind ja nur 5 Kilometer. Sehr gemütliche Tour. Bei der Hitze 36,5 Grad. Wahnsinn. Also wird anstrengend, aber dennoch schön, weil wir wollen einfach in keinen Bus steigen. Stimmt. Hier ein paar Impressionen von der Messe. Wir haben leider, dadurch, dass wir doch einige Termine rausgepickt haben auf der Messe, das Filmen auch ein Stück weit vergessen, also sorry. Aber ihr werdet ja noch ein paar schöne Eindrücke mitnehmen können. Hier seht ihr jetzt das neue Fahrzeug von Tanja und Dennis. Das sind die Vorbesitzer von unserem Hero und deren Reise wird jetzt nach Kanada gehen und wir wünschen ihnen ganz tolle Momente in diesem wilden Land. Es ist auch schon toll, ein Fahrzeug zu besitzen, was schon viel von der Welt gesehen hat. Wir die und beiden, ich noch gar nichts. Genau. Und wir die beiden Menschen dahinter kennen und wirklich schätzen gelernt haben. Sehr, sehr sympathisch und die auch schon viel erlebt haben. Ihr könnt ja dann auch mal bei denen auf dem Kanal, würde ich sagen, mal vorbeischauen. Wir blenden euch den Kanal von Dennis und Tanja Katzer einfach mal ein. Besucht sie mal, die werden sich bestimmt freuen. Also die machen eben wirklich richtige Expeditionen. Aber das Spannende dabei ist, dass das Fahrzeug gar nicht so der entscheidende Part ist, sondern spielt eigentlich keine große Rolle. Das meiste, was die erleben auf ihren Expeditionen, sind echte
mega Radreisen, die sie machen. Und ja, schaut euch einfach mal den Kanal an. Ist bestimmt toll. Natürlich wollen wir uns auch nicht nehmen lassen, den Bimobil-Stand selbst zu besuchen. Dort werden wir den Geschäftsführer, den Stefan, mit seiner Frau treffen, aber auch den Carsten, den Verkäufer, der uns das Fahrzeug verkauft hat, oder Reinhard, der uns also während der gesamten Umbaumaßnahmen an dem Fahrzeug, die schon mächtig waren, ganz toll zur Seite gestanden ist und Termine super ermöglicht begleitet, hat. Genau, der Termine ermöglicht, die normalerweise gar nicht möglich sind, weil Bimobil hat mittlerweile 3 Jahre Lieferzeit und sie haben uns wirklich dazwischen gepresst und wir sind sehr, sehr dankbar dafür und das wollen wir auch an der Stelle nochmal sagen. Wir waren sehr beeindruckt, wie sie uns unterstützt haben bei diesen Umbaumaßnahmen. Das war einfach großartig. Ja. Und das und ist nicht selbstverständlich. Genau, ne? Genau. So glaube ich, kann man das sagen. Ja. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und, aber dazu werden wir nochmal ganz, ganz gesondert noch mal ein Video machen, zu den Umbaumaßnahmen, die stattgefunden haben, warum wir die gemacht haben und was wir dadurch auch gewonnen haben. Ja. Und da gibt es nämlich einen ganz, ganz spannenden Gewinn, den wir aber noch nicht verraten, was wir dadurch jetzt haben am Fahrzeug. Genau, also freut euch auf das Video, hat schon was. Und hier seht ihr jetzt ein paar Impressionen von unserem Rückweg zum Camp 4. 4 Kilometer. Ja, fast 5, ne? Ja, genau, sind fast 5 Kilometer. Wir haben es gar nicht so genau gemessen. Ja. Aber ist eine Stunde zu Fuß zu gehen. Aber ich kann nur jedem sagen, wenn einer halbwegs gut zu Fuß ist, macht diesen Weg. Der führt durch wirklich einen tollen Wald. Und man sieht einfach ein bisschen mehr, wie wenn man nur in einem Bus sitzt. Also macht Sinn. Also ist anstrengend, aber schön. Ja. Also gut, wir sind jetzt auf dem Rückweg von der Messe. Und es ist immer noch total heiß. Und schön. Und schön. Und schön. Wir meinen natürlich den Weg hier im Wald. Da gehen gar nicht so viele, weil die meisten fahren hier mit dem Bus rauf und runter. Und wir gönnen uns tatsächlich die 4 Kilometer lieben gern zu Fuß. Weil dann haben wir noch ein bisschen Bewegung. Wir hatten zwar heute schon viel Bewegung auf der Messe, aber nee, das ist schon ganz gut. Also. Du gehst auf den Hochsitz? Ja. Okay. Wir müssen ein bisschen durchhangeln hier. Der ist ja hoch. Ja, der ist ja hoch. Der ist ja mal hoch, der Hochsitz hier. So, ja. Pause. Unser Essen wartet. Pause! Die Messe heute bei sonnigen, gefühlten 40 Grad. Ja, angenehm ist was anderes, ja. Weil wir auch wirklich immer zu Fuß gehen und das sind irgendwie um die 4-5 Kilometer da hoch. Ja, gefühlt mehr. Und ja, Abenteuer Allrad bedeutet eben Offroad und Offroad heißt eben nicht mit dem Bus fahren und gehen. Und genau. Und wenn man unsere Arme anschaut, die sind echt völlig verschwitzt und wir natürlich auch.
wir sind auf dem Heimweg. Was auch immer das bedeutet, Heimweg, weil wir haben ja kein Haus mehr. Wir fahren auf unseren derzeitigen Stellplatz nach Bad Aibling. Unsere Akademie, die ist ja noch in Kolbermoor. Hoffentlich dann bis Monatsende soweit die Räumlichkeiten übergeben. Wobei die Akademie werden wir weiterführen. Das wird halt offiziell ein Online-Thema werden, weitgehend. Und wenn wir dann ab und zu mal nach Deutschland kommen sollten für Präsenzseminare, freuen wir uns natürlich auch darauf. Ja, was haben wir mitgenommen von der Messe? Ja, wir haben ein paar Sachen eingekauft, weil wir geglaubt haben, die werden uns weiterhelfen. Unter anderem ist es ein Garmin-Navigationssystem speziell, speziell für Geländefahrzeuge, wo man auch die Maße vom Fahrzeug eingeben kann. Aber das zeigt einem auch Offroad-Strecken, wo man mit einem normalen Navigationssystem gar nicht hingeleitet würde. Und deshalb haben wir uns das geleistet. Werde ich euch unten mal verlinken, könnt da reinschauen, welches Navi wir uns gekauft haben. Wir haben uns für die 8-Zoll-Variante entschieden, weil es kurzfristiger verfügbar ist. Wir hätten ansonsten auch gern das 10-Zoll genommen, aber da wissen wir nicht, ob das vor unserem Start schon uns erreicht. Also daher wird es das 8-Zoll-System werden, aber das sollte reichen. Ja, dann haben wir uns noch diese Pumpe gekauft, gell? Diesen Filter mit Pumpe. Genau, wir haben gesagt, wir wollen ab und zu auch mal Trinkwasserqualität aus dem Fluss oder aus dem See. In unseren Frischwassertank pumpen. Und da haben wir uns für Famous Water, für dieses System entschieden. Da ist auch unsere Filteranlage im Fahrzeug schon von Famous Water für unsere Trinkwasseraufbereitung im Fahrzeug. Und deshalb war es eben das Produkt geworden. Auch dazu kann ich euch gerne unten den Link einfügen. Schaut einfach mal nach. Gibt sicherlich viele andere gute Systeme, aber wir haben uns jetzt für Famous Water entschieden, weil, wie gesagt, wir haben es schon verbaut im Fahrzeug. Und dann haben wir im Prinzip auch die gleichen Filter, die wir wieder nutzen können. Marquardt-Stoßdämpfer, da haben wir auf dem Bimobil-Stand von erfahren, dass für unser Fahrzeug speziell Marquardt-Stoßdämpfer wirklich passgenaue Stoßdämpfer fertigt. Und die sollen letztendlich das Wanken von dem Fahrzeug und das Aufschaukeln verhindern. Und es stört mich schon ein bisschen, das muss ich sagen. Also wenn man wirklich in einen Kreisel reinfährt oder ein Ausweichmanöver hat, dann merkt man schon, dass das Fahrzeug ganz schön wankt. Und ich hoffe und verspreche mir davon, dass ich mit den Stoßdämpfern das ein Stück weit reduzieren kann oder verbessern kann. Wir werden die Stoßdämpfer auch selber einbauen. Ich bin ja ehemaliger Kfz-Mechanikermeister, ist schon ein bisschen her, aber das, glaube ich, das traue ich mir ganz leicht zu. Die werde ich dann einbauen, das werden wir auch filmen. Wir werden auch einen Fahrbericht dann machen, wie uns die Stoßdämpfer dann am Ende des Tages wirklich taugen. Ich filme dann den Mechaniker. Ja. Du filmst mich dann quasi beim Einbauen und ich darf quasi arbeiten. Ja, und ich darf dann fahren und ausprobieren. Ja, genau. Du darfst dann mal richtig schaukeln mit dem Auto. Cool. Ne, wir sind echt gespannt. Also ich hatte mit Marquardt Stoßdämpfer auch telefoniert und die haben mir echt zugesichert, dass das wirklich erhebliche Unterschiede sind zum Originalstoßdämpfer. Und daher, wie gesagt, bin ich echt gespannt. Aber wir werden berichten. Ihr werdet den Film dazu in Kürze dann sehen, sobald ich sie eingebaut habe. Genau. Probier es nochmal. Ja, so ein Scheiß. Voll doof. Ich kann es nicht. Das ist zum Kotzen. Probier's. Wie lange soll das denn dauern? Gerne nehmen wir dich mit auf unsere Abenteuer und freuen uns, wenn du uns ein wenig folgst. Jetzt bin ich wieder raus. Jetzt, das wird ja jetzt, noch lustig. Jetzt wird spannend. Ja. Vergiss dann nicht, die Glocke zu... Scheiße. Komm, lass einfach.